Ja, guten Tag, Herr Kiefer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Herr Kiefer, stellen Sie sich doch bitte kurz vor und beschreiben Sie Ihr Business in einem Satz. In einem Satz: Wir unterstützen Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, ihre vollen Potenziale zu entfalten und zu erhöhen. Und das nachhaltig und ganzheitlich. Ja, und Sie sind Coach, also was bezeichnen Sie sich als Berater oder wie bezeichnen Sie sich? Ich bezeichne mich als Managementberater und Coach, der die Kunden dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Sehr gut. Eine Ihrer Thesen, die mich auch sehr anspricht, lautet ja, jeder kann großartige Leistungen und Ergebnisse erreichen. Das ist eine Ihrer Thesen, vielleicht auch die Basis Ihrer Arbeit. Aber ist es tatsächlich so, dass oft mehr möglich wäre, als tatsächlich geleistet wird? Herr Blatter, verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer das hören, wenn sie denken, was soll ich noch tun? Noch mehr, noch schneller, noch höher, noch weiter. Der Druck ist schon hoch genug. Genau darum geht es, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und sich die Frage zu stellen, wie kann ich Ziele mit Leichtigkeit erreichen? Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem Sport nennen, und zwar aus dem Hochsprung. Da hat sich in den letzten 40 Jahren die Technik sehr stark verändert und entwickelt. Man hat angefangen mit der sogenannten Frontalhocke. Dann gab es den Schersprung, den Straddle, wo man sich bäuchlings über die Latte wälzt sozusagen, bis hin zum Fosbury Flop, der den meisten bekannt sein dürfte, den der Amerikaner Dick Fosbury entwickelt hat. Da läuft man eine Kurve, beschreibt der Läufer eine Kurve, dreht sich dann kurz vor der Stange rücklings und geht rücklings über die Stange. Und was ist jetzt das Revolutionäre an dieser Technik gewesen? Dass der Läufer zwar über die Stange geht, aber der Schwerpunkt des Läufers 9 cm, ganz wichtig, unter der Stange bleiben kann. Das heißt, bei gleicher Sprungkraft kann ich die Latte um einiges höher legen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und damit hat der Dick Fosbury schon 1968 bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen. Die Ulrike Maifert war da 1972 Überraschungs-Olympiasiegerin. Und das Erstaunliche daran, 68, 72, das Ganze hat dann noch über 8 Jahre gedauert, wie sich diese Technik in der Breite der Sportler durchgesetzt hat. Das heißt, die Entwicklungskurve wird steiler, nicht mehr linear. Es ergeben sich dann Potenziale, exponentielle Potenziale. Das ist alles sehr spannend und die Arbeit hat auch viel mit Leistungssport zu tun, müssen wir doch auch Höchstleistungen erbringen. Aber nicht alle von uns sind Hochspringer. Was heißt denn das genau für uns? Ja, das heißt für uns nicht mehr desselben, nicht mehr Kraft, mehr Aufwand, um dasselbe Ziel zu erreichen, sondern neue Wege auszuprobieren, neue Perspektiven sich anzuschauen. Das heißt, aus der linearen Entwicklung auszubrechen, zu überlegen, wo kann ich multiplizieren, wo kann ich hebeln. Ja, haben Sie dazu ein Beispiel aus dem betrieblichen Alltag? Ja, habe ich. Ich betreue ja auch Banken. Nehmen Sie eine Bank, Filialen, die ja sehr, sehr viele Filialen hat, ländlich orientiert, strukturiert. Das heißt, es sind zwischen diesen Filialen einige Wegekilometer zurückzulegen. Das heißt, diese Bank braucht einen Kurierdienst, um die Kundenkontounterlagen, Vertragsunterlagen, Belegmaterial und so weiter zu transportieren. Wenn ich jetzt als Bank diese Kosten für den Kurierdienst senken will, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann die Frequenz des Kurierdienstes reduzieren. Statt 2-mal am Tag wird noch 1-mal gefahren. Oder ich kann den Anbieter im Preis drücken, suche mir einen günstigeren Anbieter. Das ist die klassische Vorgehensweise. Da werde ich irgendwann mal an die Grenzen stoßen. Jetzt ist es so, dass die technologische Entwicklung hier, der Fortschritt, nehmen Sie das Stichwort elektronisches Archiv, digitale Dokumente, einen Quantensprung sozusagen erzielt hat. Auf Mausklick, per Mausklick sind jetzt die Unterlagen, die vorher mit Kurierdienst hin und her zu fahren waren, elektronisch verfügbar auf jeder Filiale. Ich habe von heute auf morgen keine Kurierkosten mehr im Idealfall. Das heißt, auch hier wieder die Latte, Hochsprung als Beispiel, die Latte wird um ein ganzes Stück höher gelegt, ohne den Energieeinsatz letztlich zu erhöhen. Das ist ein gutes Beispiel für die Optimierung dank
technologischem Fortschritt, da gibt es ja sehr viele Beispiele. Aber wie ist das mit Teams? Wie können denn so Teams über sich hinauswachsen? Ich habe erst vor kurzem bei karrierebibel.de einen tollen Beitrag gelesen über das Thema Teamfähigkeit, Qualität der Arbeit. Und dort wird sinngemäß ausgeführt, dass die Qualität der Arbeit von Teams entscheidend davon abhängt, wie denn die Voraussetzungen im Unternehmen sind, die geschaffen werden, damit dieses Team überhaupt arbeiten kann. Ja, da geht es um Kommunikation, da geht es aber auch um Themen wie Akzeptanz. Und da sind wir recht schnell auch beim Thema Glaubwürdigkeit der Führung. Ja, also es geht, was Sie machen, geht ja gar nicht so unbedingt um den technologischen Fortschritt, sondern auch häufig um diese eher weichen Faktoren. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, im allerersten Schritt geht es noch gar nicht so um das Hinauswachsen an sich, sondern es geht darum, vernünftige Bedingungen, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Team dann auch ungestört und vor allem auch produktiv arbeiten kann. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. Zuallererst einmal vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn diese dann geschaffen sind, Ziele fokussieren und sich die geeigneten Werkzeuge zulegen, diese Ziele dann auch zu erreichen. Goethe hat einmal gesagt, ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten. Das heißt, Ziele fokussieren und dann auch die mit dem geeigneten Werkzeug an der Zielerreichung arbeiten und immer wieder gemeinsame Reflexion. Und wie läuft das in der Praxis? Nehmen wir an, ein Team ist im Rahmen eines laufenden Projektes zusammen und überlegt, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht. Und das, was wir nicht erreicht haben, warum haben wir es nicht erreicht? Und was ist vielleicht das hintergründig Positive daran, dass wir das nicht erreicht haben, dass wir uns gegenseitig an der Erreichung dieser Ziele sozusagen gehindert haben? Dann nimmt man sich erneut vor, okay, wir arbeiten bis zum nächsten Meilenstein, bis zum nächsten Step daran und werden die Dinge dann erreichen. Gehen 4 Wochen ins Land. Wenn dann das Team sich wieder zusammensetzt, fragt man sich, okay, erkennen wir vielleicht ein Muster dahinter, dass wir bestimmte Dinge immer wieder nicht erreichen? Und welche Muster bewahren uns vielleicht für irgendwelchen Nachteil hintergründig unbewusst? Wollen wir diese Muster nach wie vor laufen, in diesen Glaubenssätzen drin sein? Oder wollen wir diese Muster überwinden? Und dann, wenn es gelingt, diese Muster zu überwinden, denken Sie an den Hochsprung, ja? Diese Glaubenssätze, diese Muster auflösen, auf einmal sind wir wieder eine ganze Stufe höher, ohne am Energieeinsatz etwas zu verändern. Und um das zu erreichen, immer wieder Reflexion. Ja. Jetzt sind wir vom grundlegenden Prinzip, eben von diesem die Stange immer etwas höher legen, ohne dass man dann mehr Energie investieren muss, sind wir zu den Teams gekommen. Wie ist das jetzt mit dem Individuum, das da in dem Team ist oder auch bei Einzelunternehmen wie mir? Gilt das auch für uns, für Individuen? Ja, ein klares Ja. Voraussetzung dazu natürlich der Wille zu Wachstum, zu persönlichem Wachstum. Ich muss vorwärts kommen wollen, ich muss mich entwickeln wollen. Mein Steckenpferd ist schon seit Jahren das Thema Selbstmanagement und Arbeitsorganisation. Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich effektiver werden? Wie kann ich meine Ziele optimal erreichen? Wochenplan, Aufgabenlisten, all diese Dinge. Ja? Und irgendwann bin ich auch zu dem Punkt gekommen, zu sagen, was muss ich denn noch tun? Ja? Und da ist das Stichwort jetzt ganz wichtig, Bewusstheit ein zentrales Thema. Das heißt, mir bewusst zu sein, was sind denn meine Ziele? Was will ich denn wirklich? Wo ist meine Leidenschaft? Und was tue ich dafür? Und was tue ich für anderes? Nehmen Sie das Beispiel eines Verkäufers, der neue Kunden gewinnen will und muss. Da ist die grundlegende Frage bei diesem Verkäufer, ja, was tut der am Tag? Wenn der 2 Stunden am Tag nur telefoniert und sein Hauptjob ist es, Kunden zu gewinnen, dann läuft da was grundlegend falsch. Und dann sollte er sich überlegen, warum telefoniere ich denn nur 2 Stunden am Tag? Was kann ich denn da tun, um mehr in meine zur Erreichung, mehr in zur Zielerreichung hin zu arbeiten? Und die grundlegende Frage dazu ist, sich selbst zu beobachten, wie hindere ich mich immer wieder selbst an der Zielerreichung? Auch mein Denken zu beobachten, meine Glauben, meine Zweifel
die ich habe an der Stelle. Ja, Sie haben etwas ganz Entscheidendes gesagt, eben diese Bewusstheit. Aber sobald man sich über etwas bewusst wird, kommen manchmal auch eben diese Zweifel, die Sie am Schluss angesprochen haben. Sie beginnen vielleicht auch das Ziel zu hinterfragen oder generell am Ziel zu zweifeln. Wie können wir damit umgehen, mit solchen Zweifeln? Nehmen wir noch einmal das Beispiel dieses Verkäufers. Er muss im Monat 5 Neukunden gewinnen. Dann schreibt er sich auf, Mensch, was sind meine Zweifel, ich schaffe das nicht, Ziel ist mir zu hoch und so weiter. Immer wenn diese Zweifel kommen, sich diese Zweifel auch notieren und zu überlegen, was ist denn da der Hintergrund? Aha, mein Zweifel ist, ich schaffe das nicht. Nächster Schritt, warum schaffe ich das nicht? Gibt es da eigentlich einen Grund? Vielleicht gibt es keinen, dann wird er sagen, okay, ich mache 20 Telefonate mindestens täglich, dann werde ich das schon erreichen. Im nächsten Schritt wird er dann vielleicht feststellen, ich mache 20 Telefonate täglich, ich erreiche mein Ziel aber trotzdem nicht. Zweifel nach wie vor daran. Ja, woran liegt es? Ja, vielleicht sollte ich mal an meinen Akquise-Fertigkeiten arbeiten. Das heißt, die trainieren. Wenn ich die trainiert habe, es gibt immer noch Zweifel. Also ich arbeite mich, wie das Beispiel einer Zwiebel, Schale für Schale vor. Akquise-Fertigkeiten, ich bin eigentlich ein guter Verkäufer. Ich mache meine Arbeit für die Telefonate. Vielleicht zweifle ich am Produkt. Ja, sich mal da zu überlegen, Mensch, ist das Produkt überhaupt das Richtige? Was kann ich dann da tun? Und so weiter und so weiter. Ja, sich da vorzuarbeiten, woran liegt es? Was ist denn der Grund, dass ich hier diese Zweifel habe? Und dann werde ich irgendwann zum Kern vorstoßen und da auch an der Lösung dann und dadurch auch zur Lösung kommen. Jawohl, also ganz ähnlich, wie Sie es zu Beginn mit dem Team geschildert haben, wo es ja auch um diese Reflexion ging, das kann man auch als Individuum machen. Ganz zu Beginn haben Sie auch einen wunderbaren Satz gesagt, nämlich Ihnen geht es darum, Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen. Und ich möchte noch einmal zurück zu dieser Leichtigkeit kommen. Wie geht das? Lassen Sie mich da noch einmal ganz kurz zentral zusammenfassen. Bewusstheit und Reflexion dessen, was ist, was Sie denken, was Sie beschäftigt. Klare Analyse als Herausforderung damit und darauf aufbauen, pragmatischer Plan, Änderung zum gewünschten Zielzustand hin. Und dann ganz selbstverständlich die Konsequenz in der Umsetzung. Mir fällt auch ein Bild ein. Stellen Sie sich vor, weite Landschaft, Wiesenfläche, durch diese Landschaft führen Gleise. Das ist ein Cartoon, den ich vor kurzem dazu gesehen hatte oder den ich in meinen Unterlagen verwende. Also Gleise durch die Landschaft. Auf diesen Gleisen rennen zwei Menschen. Von hinten ein herannahender Zug. Sie rennen vor diesem Zug davon. Ganz verzweifelt sagt einer der beiden, wenn nicht bald eine Weiche kommt, sind wir verloren. Also ich hoffe, Sie können sich das Bild jetzt vorstellen. Ja, in den Gleisen rennen, hinten kommt der Zug. Wenn nicht bald eine Weiche kommt, sind wir verloren. Ziele mit Leichtigkeit war Ihre Frage. Ja. Mit Leichtigkeit erreichen. Haben Sie den Mut? Vertrauen Sie darauf, Sie können mit jedem Schritt, nicht erst morgen, sondern jetzt, mit jedem Schritt aus diesen Gleisen rausspringen und den Zug vorbeidonnern lassen. Und dann haben Sie hier wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt reflektiere ich, neben dem Gleis stehe ich in Ruhe und überlege, welche sind meine Kraftquellen, welche sind die Akkus, was kann ich tun, um die Akkus wieder aufzuladen, was treibt mich an, wo liegt meine Leidenschaft? Ich folge meinem Herzen und vertraue da ein Stück weit auf die Schöpfung und in mich selbst. Das ist ein ganz klares Thema, die Verbindung, auch in die Schöpfung vertrauen zu diesem Thema Leichtigkeit. Dann werden Sie Großes erreichen und Ihre Ziele immer mehr Stück für Stück mit Leichtigkeit erreichen. Was für ein wunderbares Schlusswort. Herr Kiefer, ich danke Ihnen herzlich für das Interview und diese wertvollen Impulse, wie wir großartige Leistungen und Ergebnisse erreichen können. Wenn es ein Zuschauer mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchte, auf welche Webseite soll er da klicken? Da möchte ich zuerst meinen Blog nennen, auf dem ich zu diesen und solchen Themen schreibe. Die Adresse des Blogs ist blog.thomas-kiefer.de oder eben meine Webseite ganz einfach thomas-kiefer.de. Es gibt auch einen Infobrief, wo weitere und ergänzende Beiträge abonniert werden können. Wunderbar, nochmals herzlichen Dank, Thomas Kiefer, und ich wünsche Ihnen
viel Leichtigkeit zum Erreichen auch Ihrer Ziele. Vielen Dank, Herr Blatter, auch Ihnen alles Gute. Danke.